zur Map Mühlenkreis Mittelland zum Projekt der Longlong Farm zu Part 42. Wir hatten jetzt mal zwei Parts von Fußball aufgenommen und jetzt habe ich mir dann auch mal gedacht, machen wir mal hier beim LS19 weiter und dann müssen wir auch mal weitermachen. Denn wir haben ja schon Feld 57 alles fertig gemacht. Und jetzt fahren wir auf die anderen Felder. Und machen die jetzt fertig. Auf Feld 10 kommt Sojabohnen sowie auf 9. Aber wir fahren jetzt erstmal auf 10. Da fahren wir jetzt als erstes hin. Aber das müssen wir halt eben auch noch machen, halt. So, dann werden wir jetzt hier Sojabohnen anpflanzen. Auf jeden Fall werden wir das jetzt hier erstmal fertig machen. Weil das ist halt eben eine Aufgabe, die müssen wir fertig machen. Kommen wir nicht rum rum.
Aber demnächst wird es sowieso schneller gehen, da wir hingehen werden. Ein Augenblick mal eben. Ich muss mal was gucken. Stopp, stopp, stopp. Ich muss mal eben kurz was gucken, was mich die Maschinen einbringen. So. Wenn ich die verkaufe, kriege ich 52.000. Wenn ich die verkaufe, 72.000. Ja. 72. 52. So, hat jetzt auch aus den einfachen Gründen. Wir kaufen uns eine neue Saatmaschine. Wo haben wir sie? So. Das müsste sie sein. Jetzt eine Arbeitsbreite von 15 Meter. Jo. Die passt vollkommen aus. Haben wir vielleicht dazu auch noch den passenden Tank? Nee, leider nicht. Schade. Aber wir dafür haben wir noch 28.000. Dann müssen wir eben kurz noch zum Hof fahren. Die voll machen. Mit Saatgut. Oder passt das? Ja, ich hatte es jetzt deswegen gemacht, weil es einfach schneller geht. Weil die hat ja jetzt eine Arbeitsbreite von 15 Meter, die andere hatte, glaube ich, 12 Meter. Oder 8 Meter. Können wir gleich mal gucken. Das Gute an der Maschine ist, die kann man auch mit Dünger, also mit Dünger ja voll machen, aber bringt mir einfach nichts. Die hat eine Arbeitsbreite von 12 Meter und die hat halt eben 3 Meter mehr. Und sie sind 3 Meter, da kann man schon mit einiges antun mit 3 Metern. Deswegen.
Geht doch viel schneller. Mit die Sojabohnen. Auf jeden Fall ist das so, dass wir jetzt hier Sojabohnen anpflanzen, auf Feld 9 Sojabohnen anpflanzen. Auf 8 werden wir dann mal schauen, was wir da anpflanzen, so wie die anderen Felder. Auf jeden Fall lasse ich Tempomat laufen. Bin in 5 Minuten wieder da. So, da bin ich schon wieder. Auf jeden Fall werden wir das jetzt hier erstmal fertig machen, das Feld. Und dann werden wir mal weitersehen. Eben hier Kopfhörer gehabt.
sind wir hier gleich fertig. Auf Feld 10. Gleich werden wir mal gucken, wenn der, wenn man nach oben fährt, der John Deere, dass wir mal schauen, wie weit jetzt wir mit dem Zuckerrohr sind. Das müsste ja dann mal fertig sein mit dem Zuckerrohr. Nein, dauert noch. So, ich habe jetzt extra keinen Dünger reingepackt, weil das würde einfach nur umsonst rausgeschmissenes Geld sein. Deswegen. Dann klappen wir mal die Maschine zu. Weil auf Feld 9 kommt ja auch, wie gesagt, Zuckerrohr. Ah ne, wie komme ich hier auf Zuckerrohr? Sojabohnen. Jetzt haben wir uns hier festgefahren.
Da komm, da kaufen wir uns eine Kettensäge jetzt. Elektro reicht. Gibt es doch nicht. Damit. Ja. Haben wir daraus Kleinholz gemacht. Fangen wir hier vorne an. Dann müssen wir uns jetzt mal langsam mal überlegen, was wir auf Feld 8 anpflanzen wollen. Oder ob wir da auch nochmal Sojabohnen anpflanzen. Weiß ich jetzt noch nicht. Weil ehrlich gesagt, Raps haben wir jetzt ja genug. Das haben wir ja dank Feld 57. Haben wir jetzt davon ja genug Raps.
Dann ist das jetzt hier gleich fertig, das Feld. Dann werden wir da Weizen anpflanzen. Auf Feld 8 und 12. Und auf 13 und 11 werden wir dann halt. Gerste anpflanzen. Nee, also Weizen werden wir jetzt anpflanzen auf 8 und 13 und auf 12 und 11 halt eben Gerste. So rum. So rum passt das doch eher. So, dann ist es das hier auch schon gleich fertig. Feld 8. Was machen denn jetzt überhaupt die Kühe? Was machen die denn jetzt überhaupt? Aha, die produzieren. Gut, das nächste Tier kommt in 197 Stunden und 30 Minuten. So, da sind wir jetzt hier fertig und fahren jetzt auf Feld 13. Und danach kommt die Gerste dran.
Bäume direkt hier am Feld, die nerven echt. So. Auf jeden Fall werden wir das jetzt hier erstmal fertig machen, die Arbeit. So, dann sind wir gleich hier auf Feld 13 auch schon fertig. Dann werden wir Gerste einstellen und dann fahren wir auf Feld 12. So, und da vorne noch das kurze Stück. So, Gerst ist jetzt eingestellt.
Auf jeden Fall sind wir hier dann auch gleich schon fertig. Dann passt das schon. Alles wunderbar zusammen. Und danach nehmen wir mal die Pflanzenschutz zum Düngen alles. Gucken gleich auch mal nach, was wir noch so alles in den Silos haben. Besonders den Hofsilo. Was wir noch verkaufen können. So, da ist jetzt Feld 12 fertig und fahren jetzt auf Feld 11. Und auf jeden Fall werden wir jetzt hier noch Feld 11 fertig machen. Mit Gerste. Weil das müssen wir jetzt halt irgendwie fertig machen. Kommen wir jetzt nicht rumrum. Weil Zuckerrohr ist auch noch nicht so weit. Das wird jetzt auch noch ein paar Tage dauern. Und dann passt das schon. Auf jeden Fall werde ich gleich mal bei FIFA 20 mal wieder reingehen, wenn wir hier jetzt fertig sind. Da mal unter Einstellung was gucken. Weil,
wenn ich die Videos von FIFA 20 hochlade auf YouTube, dann kriege ich komischerweise sofort angezeigt Beschwerde wegen Urheberrecht. Da geht es wohl anscheinend um die Musik. Und da wollte ich mal geguckt haben, ob man die Stadionmusik auskriegt. Weil die Hintergrundmusik, die habe ich ja ausgemacht. Also im Menü jetzt. Aber ob man die Stadionmusik auskriegt, das weiß ich halt eben nicht. Deswegen wollte ich da mal in aller Ruhe geguckt haben. Aber ich mache jetzt erstmal das hier fertig. Deswegen. Also das ist jetzt erstmal hier die Arbeit, was wichtig ist. Ich will jetzt natürlich hoffen, dass wir jetzt mit den Tank hier noch auskommen. Sonst müsste ich nochmal zum Hof fahren. Aber ich denke mal, dass wir damit auskommen werden. Denke ich mir doch mal. Weil es halt eben auch wichtige Arbeit jetzt hier ist, die Felder mit Saatgut auszulegen. Weil wir müssen ja auch hier mal vorwärts kommen auf den Hof. Kommen wir sowieso nicht rum. So, um Feld 57 besitzen wir ja schon. Und da habe ich ja jetzt Raps angepflanzt. Da gucken wir mal demnächst nach, wenn es soweit ist, wie viele Raps wir da insgesamt rausgekriegt haben aus das Feld. Weil das möchte ich doch gerne mal wissen. Weil ich kann insgesamt 400.000 Liter Raps im Hofsilo bunkern. Und dann kommt ja auf Feld L10 und 9 kommen ja noch Sojabohnen. Die habe ich ja auch schon drauf. Auf 8 und 13 sind Weizen. Und auf 12 und 11 sind jetzt halt eben Gerste. Sind da jetzt drauf. Und das wird dann immer weiter so gehen. Irgendwann natürlich werde ich das mal machen. Aber das wird jetzt erst noch ein bisschen dauern. Weil ich dann wirklich einen Lagerplatz brauche. Für die Kartoffeln oder für Zuckerrüben. Weil in Hofsilo passen nur 200.000 Liter rein. Von Kartoffeln und Zuckerrüben. Weil dann würde ich nicht mal auf dem Feld 57 eine von den beiden Sorten anpflanzen und dann mal gucken, wie viel da reinpassen. Weil, wie gesagt, in den Hofsilo passen nur 200, also 200.000 Liter rein. Und das wird bestimmt
mehr wären als nur 200.000 Liter. Nur wie viel genau, das weiß ich halt eben nicht. Nur dafür fehlen auch die Maschinen. Ich könnte auch gut vorstellen, dass ich mir da auf dem Feld 57 Baumwolle anpflanze. Da habe ich auch keine Probleme mit. Die Maschinen habe ich dafür. Da will ich mir nicht die John Deere nehmen. Da kann ich die nämlich in Rollen pressen. Die Wolle. Und dann brauche ich mir keine Schafweide zu kaufen. Aber da müssen wir mal genau gucken. Wie wir es am besten machen. Da sind wir auch schon fertig mit der Hofarbeit und mit der Feldarbeit. Da fahren wir jetzt noch eben den Stück nach oben. Bringen dann die Maschine noch zurück zum Hof. Lagern die ein. Klappen wir die Maschine zu. Da sind wir auch schon wieder auf dem Hof angekommen. Passt. So, den stellen wir mal eben an der Werkstatt ab. So, und dann sage ich mal bis später.